Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Parasite Eve auf der PlayStation. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir befinden uns immer noch im Central Park und wie wir wissen, sind wir die einzige Person, die hier Zutritt hat. Denn andere Leute, die versuchen hier reinzukommen oder durch den Park zu laufen, verbrennen einfach. Außer wir. Das bedeutet, ich denke mal, dass Eve in der Nähe sein wird. Sicher bin ich mir nicht. Aber naja. So. Bevor ich jetzt hier groß weiter erzähle, ich bin tatsächlich eben nochmal zurückgelaufen ins Polizeipräsidium und hab mal so ein bisschen mein Inventar entleert, weil, wie ihr wisst, haben wir ja, wenn wir irgendwas aufnehmen wollten, immer das Problem, dass unser Inventar voll ist. Nebenbei habe ich nochmal so ein bisschen gegoogelt. Entschuldigung. Dass wir genau hier im Central Park einen Spot haben. Das ist genau dieser Bildschirm, der jetzt kommt, wo man Schrott farmen kann. Und das geht allerdings, glaube ich, nur mit dem Schlagstock. Und das ist ein bisschen problematisch, denn ihr müsst euch vorstellen, ich zeige euch das mal eben gerade, wenn da jetzt mehrere Gegner auf mich zukommen und ich habe nur so einen dummen Schlagstock hier, ne? Ich meine, der Schlagstock ist jetzt nicht der beste, aber anders können wir es gerade nicht machen. Sind hier drei Gegner. So, die wollen mich hier quasi schon vergewaltigen. So, hier einmal 8 Schaden kassiert, das ist nicht so schlimm. Den habe ich verfehlt. Oh, komm Vogel. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob ich wirklich Schrott bekomme. Weil wenn, dann müsste ich das eigentlich farmen ohne Ende. Nur das Problem daran ist, dass ich jetzt momentan auch überhaupt nicht so viel Platz habe in einer, also in meiner Weste, dass ich jetzt 300 Schrott irgendwie farmen könnte. Das heißt, ich müsste ständig von A nach B rennen. So, jetzt bin ich gleich tot, deswegen muss ich mich mal gerade eben heilen. Ist also gerade nicht unbedingt so sinnvoll, das zu machen. Vielleicht wäre das was für später, wenn ich jetzt eine bessere Weste habe und einen besseren Schlagstock und vor allem mehr Energie. Das ist ja wirklich brutal, was hier abgeht. So, und ich verfehle den andauernd. Das kann es ja auch nicht sein, ne? Erstmal heilen. Sonst bringt er uns gleich um. Das wollen wir nicht. So, wieder kassiert hier. Nochmal kassiert. Oh, verfehlt. Oh, wie dumm ist die denn? So, nochmal eben hier heilen. Ey, wie kann man das verfehlen? Du stehst doch vor dem. So, so eine Analyse wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, damit ich mal weiß, was genau dann passiert, wenn wir den analysieren, den Gegner. So, kann er jetzt auch mal sterben, bitte? Jawohl. So, 3 Gegenstände bekommen, 6-mal Munition und 2-mal Schrott tatsächlich. Das ist ja unglaublich. Okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir wirklich Schrott bekommen. Also das ist so der Spot, wo wir das farmen können. Es gibt wohl auch noch mehrere, aber ich glaube, der hier zählt zu den Spots, die man so am Anfang halt grinden kann. So, jetzt überlege ich gerade, was nehmen wir denn am besten? Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir mal das Rifle nehmen. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, es geht immer weiter nach rechts. LOL, was ist das? Ein Riesenhaufen Scheiße? Oh, ich bin gleich tot. Oh, so ein stärkerer Heilungszauber wäre vielleicht auch mal cool.
So, zwei Gegenstände, ein paar Bonuspunkte. Sehr gut. Jetzt könnte ich natürlich meine Medizin gebrauchen, die ich eben zurückgebracht habe offscreen. So eine Kacke. So, da komme ich irgendwie nicht rein. Oh lol, wie groß ist das denn hier? Nein, Schlangen. Gar nicht gut. Die machen übelsten Damage. Wenn die mich einmal vergiften, bin ich am Arsch. Glück gehabt. Wieder nur Munition. So eine Kacke. Aber okay. Damit kann ich leben. So, was haben wir denn hier? Medizin 2, das ist sehr gut. Das werde ich mir gleich mal reinziehen hier. Nochmal 15 Munition. Es gibt so viele Wege hier. So, natürlich erstmal die Schlange kaputt machen. Ganz wichtig. Auch wieder bekommen, lol. Ja, das Problem an Schrott ist, man kann ihn nicht benutzen. Und er füllt das Inventar unglaublich. Das ist halt das einzige Problem, was ich gerade habe. Ach, jetzt bin ich hier wieder, okay. Dann können wir ja mal da oben weiterlaufen. Die ganzen Tiere sind ausgebrochen. Naja, habe ich auch gemerkt. Vögel und Schlangen. Und Affen. Gibt's hier. So, hier sind schon wieder verbrannte Leute. Okay, der dient einfach dazu, dass ich da nicht weiterkomme. Auch nicht schlecht. So, jetzt würde ich gerne speichern. Backstage! Backstage geht's auch. Und was gibt's hier? Wahrscheinlich auch nur ein weiterer Eingang. Wir versuchen mal Backstage zu kommen. Mal schauen, vielleicht kann man da ja dann auch speichern. Das wäre sehr schön. Aber nein, ich kann hier gar nichts machen. Rein gar nichts. Schade eigentlich. Na, dann gehen wir mal direkt in den Vordereingang hier. Oh, ich befürchte schon wieder Schlimmes. Oh nein, die Alte. Die Feiertage bringen uns allen die größte Freude. Und dieses Weihnachten wird das Besonderste überhaupt. Ha. Besonders, weil ich nicht länger auf einen Wirt angewiesen sein werde, wie es seit Urzeiten der Fall war. Menschen sind schwache, sich selbst entwickelnde Mitochondrien. Die Mitochondrien müssen nun den Zellkern übernehmen.
Ich muss hinter die Bühne und sie aufhalten. Okay. Also muss ich doch Backstage, oder wie? Oder muss ich jetzt hier runterlaufen? Aber es geht gar nicht, ne? Alle Menschen sind zu Fleischklumpen verwandelt worden. Da ist ja alles zerlaufen. Bäh, war das ekelhaft. So, jetzt bin ich hier. Aber wie komme ich jetzt... Komme ich jetzt Backstage? LOL? Ah, okay, okay. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich da durchkomme. Oh, jetzt geht's. Oh nein, wenn ich doch jetzt gegen die kämpfe, die macht mich fertig. Warum? Warum tust du das? Du schon wieder, aber du bist zu spät. Diese Nacht wirst du meine Pläne nicht durchkreuzen. Stopp! Okay, und wo ist die jetzt hin? Ich weiß es nicht. Okay. Fünfzehn Munition bekommen. Hier könnte ich jetzt speichern, aber vorher muss ich kämpfen. Oh, was ist das denn? Ein Rattenbär. Oder irgendwie sowas. Jo. Okay, Munition bekommen. So, ich speichere mal gerade hier. Natürlich möchte ich meinen Fortschritt speichern, na hör mal. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das einfach nur so ein Safe-Ort ist hier oder ob ich da durch die Tür komme oder vielleicht noch einen weiteren Bereich erkunden kann. Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Also hier komme ich jetzt zum Beispiel gar nicht durch. Okay, das wird wahrscheinlich nicht zum Saven gewesen sein. Okay, okay, okay. Aber gut, gut, dass wir hier hingelaufen sind. So, wir müssen nach unten, schauen uns aber trotzdem hier gerade nochmal eben um. Ja, vielleicht irgendeine Kiste oder sowas? So, ich laufe jetzt, ich weiß, ich müsste eigentlich woanders langlaufen. Aber ich möchte das gerne einmal abchecken. Hier siehst du, bekommen wir wieder eine kleine Belohnung. Ein Tool. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser verdammte Park? Ich könnte natürlich auch ein bisschen vorspulen, aber das wäre ein bisschen weird. Da würde der Ton natürlich auch schneller ablaufen und so. So, wir checken hier auch nochmal eben ab. Es gibt so viele Wege hier. Holy crap. Okay, aber hier ist das Mädchen langgelaufen. Die Frage ist jetzt, ob sie hier unten langgelaufen ist oder hier rechts. Ah, da ist sie, ja.
So, wir sind natürlich frech und laufen erstmal in die andere Richtung. Weil bei solchen Spielen, das ist immer dasselbe. Wenn du da nicht hingehst, fehlt dir das nachher. Oder du kommst da nicht mehr hin oder irgendwas anderes passiert dann. Oder du siehst halt die Kiste nicht. Ja, und dann bist du gearscht, ne? Weil da ist bestimmt wieder irgend so ein Ultra-Item drin. Okay, hier in dem Fall jetzt nur Munition. Aber das ist gar nicht so schlimm. So, jetzt schauen wir mal hier. Okay, okay, okay. Hier zum Glück mal nur ein Weg, den wir laufen können. Vielleicht kommt mir das auch nur so viel vor und es sieht einfach nur wirrwarr aus. Oh, nice. So, was haben wir denn hier? Mehr Energie, aber weniger Abwehr, dafür einen Platz mehr oder was genau soll das sein? Erhöht Taschenplätze um 1, das bringt es jetzt auch nicht unbedingt, ne? Da habe ich lieber mehr Abwehr. Boah, irgendwie bin ich ausgewichen. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Habe ich aber Glück gehabt. So. Oh, Heilung 2. Geil. Schrott und 15 Munition bekommen. Mega gut. Oh, crazy. Ich glaube, wir sollten uns das mal aufschreiben, wie viel Schrott wir mitnehmen. Nachher weiß ich gar nicht. 300 Schrott hin und her, aber bei wie viel bin ich? Ich weiß nicht, ob man die alle ablagern kann soweit. So, Munition und Medizin, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Ich würde ganz gerne hier unten erstmal langlaufen, denn da ist schon wieder eine Kiste. Verteidigung plus 1, sehr schön. Da ist noch eine Brücke. Das sieht aus wie eben. Der Ort, wo wir waren, aber ein bisschen verändert. Okay, sie läuft hier lang. Hier ist... Moment mal, haben wir die Kiste nicht gerade geöffnet gehabt? Die ist offen, ne? Oder sieht das nur so aus? Warte, das muss ich jetzt einmal abchecken. Das interessiert mich jetzt. Ich glaube aber, die ist auf. Ja, natürlich ist die auf. Hier könnte ich theoretisch auch was lagern. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt tun. Okay, okay. Dann ist das quasi eine ganz große Runde, die man hier laufen kann. Es sieht einfach echt nur verwinkelt aus. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Ob wir nochmal gegen Eve kämpfen müssen. Wäre fatal für uns. Ich habe ein bisschen Angst davor. So, und sie könnte echt mal ein bisschen schneller laufen. So einen ganz kleinen Tacken. Das wäre echt schön. So, voll die Vögel hier. Das Vogelparadies. Viel zu weit weg gewesen. Komm schon. So. 4 Gegenstände, 4-mal Schrott bekommen. Okay, das ist cool. Dann kann man ja hier viel besser grinden als da hinten. Wenn jetzt noch ein Telefon wäre, wäre das ultimativ. Ist es aber nicht.
Natürlich, zwei Schlangen. Voll viel Munition bekommen, geil. Okay. Ich glaube, ich muss mich mal eben heilen. Heilung 2. Oh, schön. Ich will doch nur speichern. Zwei Äffchen. Ich brauche unbedingt den Zauber Hast. Ich hoffe, den gibt's hier. Dass meine AT sich schneller auffüllt. Das wäre echt cool. So, und Level up. Nice. So, ich kann jetzt wahrscheinlich da rein, aber auch oben die Treppen benutzen. Geht's denn hier irgendwie noch? Nee, ne? Ja, was mache ich denn jetzt am besten? Gehe ich die Treppen hoch? Ich würde gerne speichern. Die mag ich gar nicht, die Viecher. Aber ich habe eine Idee. Wir probieren mal Folgendes. Wir nehmen jetzt mal den Granatenwerfer. Die Gegner sehen so pflanzelig aus. Vielleicht. Jo, die machen richtig Schaden, die Dinger. Geil. Der hat gut Damage gemacht. Ey, umso näher ich rangehe, umso mehr Schaden bekommen die auch. Okay. So, jetzt kann ich auf der anderen Seite wieder runterlaufen. Ich guck mal, ob ich auch da reinlaufen kann in dieses... Okay, das kann ich tatsächlich. Allerdings bringt mir das was... Anscheinend nicht, ne? Ne, wenn, dann ist hier wahrscheinlich irgendwo so eine versteckte Kiste. Hier, ich sehe es doch. Oh, lol. Inventar ist voll. Mal wieder. Dankeschön, Spiel. Was ist denn, wenn ich jetzt Medizin 1 kritisch ausweichen? Okay, das ist cool. Inventar ist voll. ich hab doch nichts. Ich hab doch nur Schrott. Verdammt nochmal. Was nehmen wir denn dafür? Ich tausche mal einmal. Verteidigung plus 1 und bekomme Verteidigung plus 1? Really? Oh Mann, was nehme ich denn dann? Dann nehme ich die dumme Weste da. Die brauche ich ja nicht mehr. So. Passt schon. Alles gut. Ich kann es ja jetzt gerade wirklich nicht anders machen. Ich kann nichts irgendwie... unterwegs verstauen, was mich ein bisschen nervt, um ehrlich zu sein. Oder, Moment, Bonuspunkte verteilen.
Taschenblitze. Da könnte ich vielleicht mal einen drauf investieren. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das mache. 13 Taschenblitze mache ich jetzt einfach mal. Und einmal die AT-Leiste. Ich weiß jetzt nicht genau, was das gebracht hat. Ach, beschleunigt die AT-Aufladung. Okay. Dann hat uns das doch was gebracht. Cool. Oh, endlich speichern. Ich werd bekloppt. Nein! Ja, die AT-Leiste auffüllen schneller. Das ist natürlich der Oberburner. Och, ich wollte doch gar nicht den Vogel. So, das Vieh ist viel schlimmer. So, voll den Vogel weggebombt. So, ich kann jetzt tatsächlich keinen Schrott mehr mitnehmen. Das ist halt das, was mich wirklich hart stört. Also alles, was ich jetzt finde, ist quasi für den Arsch, weil ich es nicht mitnehmen kann. Aber muss ich jetzt echt nochmal zurücklaufen zum Präsidium? Das kann auch nicht so kompliziert sein. So, ich werde jetzt erstmal speichern. Ich werde jetzt erstmal speichern und dann entscheide ich, obwohl, wie lange haben wir noch Zeit? 28 Minuten spielen wir gerade. Wir gehen jetzt nochmal einen Bildschirm weiter. Aber ich glaube, wenn ich das tue, dann kommt der Bosskampf, ne? Ich glaube, das ist ein Bosskampf. Das Feld ist ziemlich groß. Ich habe Angst. Von daher gehe ich jetzt erstmal wieder zurück und, ja, werde nochmal zum Polizeipräsidium gehen, all den Schrott, den ich habe, da lagern und dann hier wieder hinrennen. Aber davon bekommt ihr gar nichts mit. Wir starten dann in der nächsten Folge genau hier wieder und dann hoffen wir mal, dass wir genug Power haben, um den nächsten Boss zu besiegen. Ansonsten, ja, müssen wir halt noch ein bisschen verweilen hier im Central Park und ein bisschen grinden. Warum auch nicht? Von daher, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge von Parasite Eve und lasst doch gerne mal ein grindiges Däumchen oder ein grindiges Kommentar hier. Würde mich sehr freuen und den Kanal ein bisschen supporten. Von daher, bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut rein.